Der Marc von Business Sterling, schön, dass ihr da seid. Und die Lea ist bei mir halt plötzlich Lea. Und die Lea ist extra aus Borna gekommen. Aus Borna bei Leipzig. Ja. Wieso, du hast jetzt die mehrere Bornas? Naja, es gibt in Sachsen noch ein zweites, das ist irgendwo bei Riesa. Sind wir mal durchgefahren, aber uns ist das auch. Du sagst aber jetzt nicht richtig, ne? Ist das deine normale Sprache oder verstellst du dich? Nein, das ist meine normale Sprache. Ja? Okay. Ja, aber mein Papa hat aber viele Jahre eine Lebensgefährtin, die war aus Leipzig, also daher kenne ich das sehr, sehr gut. Ich bin gestern Wochen ausgedacht wegen unserem Aktien. Wirklich? Wir waren im Apple Store und dann hat, also da war dieser Verkäufer, da meinte er nur, oh, ja, du hast einen richtigen Aktien und hat mich ausgedacht und alles. Und, ja. Wirklich? Oh, ja, ja. Ich meine, ja, dieses die Akzente, keine Ahnung, die sind schon irgendwie lustig. Aber man muss sagen, ich glaube, es stirbt ein bisschen aus, oder? Das ist Deutsch, oder? Also, das Sächsische geht noch. Also, wir verstehen das selber, oder wir hören es selber nicht, wenn wir so reden. Wenn sie so bewusst hören, ist jetzt irgendwie jetzt zum Beispiel Videos oder wenn es halt jemand sagt. Ansonsten fällt uns das, glaube ich, auch richtig vor. Ja, das haben Dialekte so an sich, ne? Ja, ja. Das ist, ja. Aber einfach Bübsch ist schon sächsisch, oder? Wenn man das sagt, oder? Oder ja. Ist das ja, ne? Nicht. Die Mama darf ruhig was sagen, ja? Das ist sprachvoll, will ich sagen. Aber wenn du jetzt nichts zurück sagst, könntest du ja endlich mal alles sagen, was du ja schon immer sagen wolltest. Alles gut? So, das heißt, ihr seid jetzt in Wien. Wie lange bist du noch da? Bis Sonntag. Okay. Also, das vierte Mal? Ja. Cool. Hast du ein Haargummi dabei? Nee. Hm. Also. Ich bin auch zu sein. Zeig mal, wie geht es mit zur Seite? Ja, tun wir mal. Na wunderbar, alles geht doch. Alles ist gut. So, Lilly, also wir machen Bauch, ein bisschen und wir machen einen Konch-Bissing. Willst du später einen Riemen tragen oder eher einen Stecker? Stecker. Gut. Ich zeige dir jetzt mal beides im Stehen. Normalerweise mache ich es ja immer im Liegen anzeigen oder im Sitzen. Aber wenn mein Bauch eh gar noch anzeigen, müssen wir jetzt beide fahren. Und wie alt bist du? 16. 16 Jahre jung. Hätte ich jetzt älter geschätzt. Du hättest auch schon als 18 durchgehen können, deswegen prüfen wir immer die Ausweise und alles, weil da bist du echt sonst der Arme, der Verlierer im Spiel. Frauen und Alter, ganz gefährlich. So. Dann, beim Baumelfissing, Glitzerstein? Beim Ohr und Bauch. In weiß, in rosa oder hellblau? Alles weiß. Sind wir einmal durch? So. Na, vielleicht kommst du mal wieder nach mir, wenn du das vierte Mal hier bist. Ja. Tust du mir das leider ein bisschen hoch oder tust du einfach irgendwie unten runterklemmen und den BH oder irgendwas? Schnell, ja. Ja, das ist super. Also das Thema Hosen. High-Waist-Hosen, bitte. Das weiß ich, das ist schon fast High-Waist. Ne? Also das die nächsten Tage nicht unbedingt anziehen, weil wenn du viel spazieren gehst in Wien, ist es wurscht, weil dann kommt dann deine der Hose oder der Hosenknopf nicht dran. Das Problem ist bei diesen Hosen, wenn du sitzt, dann drückt natürlich der Knopf, meistens der Bund, gegen das Piercing, gegen Beutel, und das macht es natürlich nicht gerade gerne. Ja? Also das bitte unbedingt dann vermeiden und Hosen tragen, die tiefer sind. Oder was auch immer, gerade da einiges. Wie kommst du heim? Seid ihr mit dem Auto hier? Naja. Aber nach Leipzig ist gar nicht so weit dann oder Borna. Das ist doch überschaubar. Von Borna bis Wien sind 6 Stunden. Ja? Ja. Das ist besser als jetzt hier Düsseldorf, Dortmund oder Ostfriesland. Ja? Meine zwei Kunden aus Ostfriesland. Die haben es dann halt, da gehst du mit dem Auto nicht mehr, da kannst du dann nur aus Flugzeug steigen. Ich hatte gestern eine da, die war aus Saarland, die sind auch mit dem Auto gefahren, aber nach Kroatien sind 13 Stunden gefahren. Nach Kroatien, der Papa von denen. Und in Wien haben sie Stopp gemacht fürs Piercen. Mit 13 Stunden im Auto bräuchte ich auch nicht. Hatten wir letztes Jahr auch. Echt, wo sind wir hin? Nach Kroatien. Boah, das ist also. Ja, aber gut. Ja. Schau es dir im Spiegel mal an. Oberer Punkt, unterer Punkt. Schön gerade unter, siehst du, kam ja den Bauch ein bisschen kleines. Schön gerade durch den Nabel, also nicht irgendwie am Nabel dran. Ja. Sag dir mal was. Okay. Sie hat was gesagt? Ja. Sie hat gesprochen. Wir haben sie gehört. So, am Morgen wird nicht angezeigt. Lass den Spiegel mal an. Wir können natürlich auch noch höher oder tiefer gehen, das ist eine Geschmacksfrage. Runter. Gut. Was machst du für eine Schule? Ich mache jetzt Buchschule. Als Automobil. Automobil? Ja.
verkaufen. Welche Marke denn? Also mein Betrieb, der hat VW, Audi und Seat. Ja, ja. Weit genug oder nicht? Doch, ist gut. Ist gut? Gut. Du machst Lehre, klassischer. Das heißt Automobilkauffrau, das ist nicht Einsatzkauffrau. Automobilkauffrau und dann bei der Benutzerauto Köln. Das ist nicht einfach. Okay. Das wusste ich auch nicht. Ja, bei der Automobilkauffrau, da verkaufst du halt keine Autos, da machst du Büro. Nicht klar. Aber musst du erst das eine machen, dann das andere, oder könntest du beides auch machen? Alles einzeln. Das sind jetzt 3 Jahre Ausbildung und dann als Autoverkäufer nochmal 2,5 Jahre. Ja. Nee, sie haben schon. Warten Sie nur so lange. Machen wir uns zum Auto zu verkaufen. Ja. Naja, gut. Lange übt werden, ne? Ja. Was ist das? Genau. Ja, du bist ja noch jung genug. Ja, ja. Ja. So, was sollen wir denn zuerst sprechen? Ich werde sagen, was ich sage, ist falsch. Ja. Ich würde sagen, der Bauch ist unangenehmer als das Bauch. Dann komm. Gut, dann darfst du dich mal herlegen. So. Machst du dir schnucklig da? So, denn. Und was hat der Wiener alles gesehen? Einmal alles oder? Also in den letzten Jahren haben wir auf alle Fälle bestimmt schon sehr, sehr viel gesehen. Stephansdom, Krater, ja. Schönbrunn, das Ganze, oder? Da waren wir überall. Und gestern jetzt bei unserer Anreise waren wir bis jetzt nur beim Krater und haben die Schiffstour gemacht. Ah, das haben wir noch nie gemacht. Und wie ist das? Ja, also wir haben halt gestern eine gemacht und vorher nochmal eine. Und wie, wo sind wir denn gefahren? Bis wohin? Bis zur Wachau oder? Einmal sind wir, auf alle Fälle links gefahren. Ja, okay. Es ging eigentlich schon 15 Minuten, da sind wir dann halt an den Punkt umgetreten, sind wir zurückgefahren. Also kurz eher. Ja, und jetzt haben wir eine Schleuse auch gemacht. Okay. Das heißt Donaukanal, dann bis zur Donau und dann über die Schleuse. Ja. Und dann halt zum anderthalb Abend. Ja, du bist außen entlang quasi am 22. durch, unter den großen Brücken und alles durch. Ja, gut, das sind eher kleine Touren, weil es gibt natürlich, du kannst auch ein bisschen über Hauch fahren, dann in Mag aussteigen, zum Heurigen gehen und so weiter. Gibt es auch die Möglichkeit. Oder was es ausgeben muss, wenn ihr gerne mit dem Boot fahrt, was wirklich gut ist, euch immer wieder mit der Schnellfähre nach Bratislava. Und da muss dann halt einen Tag und einen halben Tag dann verbringen, weil das ist auch eine mega coole Stadt anscheinend. Ja. Ich sehe schon, irgendwann hier Marx City Guiding, ja, einen eigenen Kanal machen, ja. Marx Wien Touren. Ja, wir haben wirklich schon oft, wenn die Leute mich per Mail angeschrieben haben, haben wir natürlich schon oft geholfen, so mit das und das Hotel ist in der Nähe von uns oder wenn die Leute fragen, ja, wo kann ich einen Schnitzel essen, gibt es natürlich schon so ein paar Adressen, wo man vielleicht mal hingehen sollte, ja. Wenn man kulinarisch ein bisschen was erleben will in Wien. Cool, okay, dann machen wir mal das Bauchnabelpiercing. Gut. Also ich tue die Haut noch zusammen. Ja. Nehmen. Ja, genau. Also ich steche es nicht ganz an. Du bleibst einfach gut locker. Das war's schon. Und was schlimm? Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Vor allem, dass ich es aussah. Wirklich? Ja, bei Mama war es damals ganz langsam. Ja, jetzt aber es ist halt eins, was wirklich wichtig ist, dass man Piercing schnell sticht. Ja? Und viele Studios jetzt vorher ein Video gemacht mit der Kundin, die hat auch erzählt, sie war woanders beim Tragus stechen und die haben halt so richtig reingebohrt und durchgepopelt. Und das ist natürlich ein Horrorszenario, ja? Wenn da einer so lang sticht, wie wir jetzt brauchen, um fertig zu werden. Oben und unten kannst du heilen. Oh, habe ich die falsche. Aber ich habe sie doch geholt. Hm. Ja, Mensch, du entdeckst auch alles. Ja, klar. Mensch, ins Kinder, du. Borna kann sie nichts vormachen. Aber kein Problem. Tut auch nicht mal weh, wenn wir es wechseln. Das machen wir glatt. So. Wollte ich ja nicht um den Glitzerstein betrügen. Wie käme ich dazu? Das Conch-Piercing machen wir dann im Sitzen. Das ist dich dann einfach nur noch hinten. Wie geht's denn vom Kreislauf? Bist du dich fit? Ja. Schwimmen gehen bitte die nächsten 3 Wochen nicht. Ausnahme ist Meerwasser, weil da bist du ja eben, glaube ich, gar nicht gewesen. Oder zumindest fährst du nicht mehr hin.
Seen und Flüsse, also die Donau will ich nicht unbedingt bebaden jetzt, weil da weiß man nicht genau so, wie es jetzt von der Wasserqualität ist. Nach einer Woche kann man wieder in Wasserqualitäten, wo gut sind, reingehen. In eigene Pools auch, aber bitte Chlorwasser, so allgemein Badeanstalten, bitte meiden die nächsten drei Wochen. Na, das nächste ist jetzt ab Sonntag der Badeanstalt. Okay, ja, bald, da kannst du schon hingehen. Alles klar. Und Haare färben, bitte 6 Wochen, jetzt weiß.de. Und gut, dann passt das eh. Nicht gefärbt, sind echt Natur. Ja, ja, wunderbar. So, dann darfst du dich mal kurz aufsetzen. Ja. Können wir vielleicht so wieder rüberdrehen. Perfekt. So. Gut, dann dreh dich mal ein bisschen zu mir rüber. Die Haare wieder kommen, genau, passt so. Du brauchst keine Pause. Ja. Wir machen Monster Boy. So. Guti. Spray and Gel nimmst du bei mir am besten mal mit. Das brauchst du eh noch. Und dann kommst du wieder an. Reicht von der Menge auch aus. Es kann sein, dass dir irgendwann zum Ende hin was mehr wird. Aber das kriegst du in Deutschland ja eh in den Apotheken oder kannst du online. Wenn du die nächsten Tage die Haare gerne zusammenträgst, wäre es immer gut. Offene Haare sind immer so ein Thema, dass man hängen bleibt dran. Also geschlossenes Haar ist immer schon besser als geschlossenes. So. Perfekt. So, ich gebe dir mal einen Spiegel in die Hand, am besten schau dich für einen großen Spiegel gleich mal an. So. Schön. Finde ich auch gut. So, dann nehmen wir mal kurz das Ding in die Hand und tun wir nochmal kurz den Ohr schnell filmen. So. Wow. Schön. Und dann brauchst du auch nochmal filmen. Yes. Perfekt. Sehr schön. Danke, danke. Guti, meine Liebe, dann wünsche ich dir mal viel Freude damit. Jetzt gehen wir noch kurz die Pflege durch, auch wenn du vielleicht bei YouTube schon 500 Mal von mir gehört hast, ist mir egal, aber ich möchte einfach nochmal sagen, weil jetzt bist du hier. Wenn du magst, dann darfst du gerne so stehen bleiben. Also das ist ja schön, den Donner anzuschauen. Die nächsten 2 Wochen lang, die nächsten 3 Wochen zweimal am Tag und dann auch 3 Wochen einmal am Tag. Das heißt, erster Schritt ist immer, du wäschst die Hände, desinfizierst sie, bitte pass mal auf die Fingernägel auf, dass die auch sauber sind. Nicht, dass du da irgendwie in der Erde oder im Sand geblüht hast. Wenn die sauber sind, desinfiziert sind, dann nimmst du bitte den Bondelin-Spray, sprühe dir bitte 2-3 Sprühe oben und unten auf den Bauch drauf, beim Ohr bitte auch vorne und hinten und das in 30 Sekunden einwirken. Wenn er eingewirkt ist, eine Küchenrolle nehmen, kurz ansprühen, abwischen vom Piercing vorne und hinten, beim Bauchnabel oben und unten. Bitte popel dir nicht unten rein in den Bauchnabel. Also man soll jetzt nicht versuchen, hier unten unter den Stein zu kommen. Das ist schlecht. Also man kommt da nicht unten rein. Man macht das nur in diesem Bereich, wo man gut hinkommt. Absolut. Und dann Bondelin G. Denk daran, Stecknadelkopf groß reicht aus, also weniger ist mehr. Tropfen vorne, hinten auftragen, bewegen, dann brauchst du gleich und du bist fertig. Ja? Schwimmen gehen, wir sind immer besprochen, Haare färben auch kein Thema mehr. Sonnenliegen, wenn du ein Ballertag bist. Jetzt gerade siehst du nicht so braun aus, aber wenn du bist du so eine braune Maus oder nicht? Ja, wenn gut, eh besser, weil wenn du den Bauch verbrennst oder auch das Ohr, das tut dem Piercing nicht gut. Also guck, dass du immer wieder im Schatten bist, das Piercing zu heiß. Ja. Noch Fragen? Dann danke ich dir mal fürs Kommen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und wenn du mal wieder in Wien bist, vielleicht das 5. Mal, dann darfst du gerne wieder zu uns kommen. Ansonsten sage ich mal danke fürs Video, euch danke fürs Zuschauen und danke nochmal die Lehre fürs Filmen. Hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss. Baba. Ciao.